Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Part von Let's Play Last Chaos, wer hätte es gedacht. Und ich weiß gar nicht, welche Part wir gerade sind. Ich glaube, wir sind schon im fünften, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin da gerade noch dabei vorzuproduzieren. Und wir werden nicht lange schnacken, sondern uns jetzt hier direkt zum Meister begeben, weil wir ein paar Level-Ups gemacht haben. Haben wir natürlich auch ein paar neue Skills, die wir erlernen wollen. So, was haben wir denn hier? Zum einen, oh, wir müssen so viel skillen, Leute, das glaubt ihr nicht. Okay, so, den brauchen wir auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, wie viel FP ich ausgebe. Andererseits. Egal, wir machen jetzt einfach alles, was wir können. Wir farmen sonst später irgendwann nach. So. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Okay, es ging ja noch. Obwohl, hier haben wir noch ganz viel über. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Das machen wir noch. So. Jetzt haben wir. Ne, das haben wir auch noch. So. Jetzt haben wir 5000 FP ausgegeben. Es tut immer voll weh, finde ich, wenn man überlegt, wie viel man da reingesteckt hat und dann sind so mit so ein paar Klicks, sind die ganzen FP auch schon weg. Aber das gehört halt dazu. Ja, was wir diese Folge machen werden, wir haben ja noch unsere Gewölbe-Quests, wenn mich nicht alles täuscht. Da. Ne, das war das Falsche. Da. Das ist unsere erste. Ich glaube, die werden wir heute alle mal abgeben. Und, ja, dann werden wir mal sehen, wie weit wir hier kommen. Ich weiß gar nicht, wie viel XP die Quest bringen an sich. Ob sich das lohnt, da irgendwas zu machen. Andererseits will ich ja gar nicht so schnell Level up werden. Ah, Leute, ich weiß nicht. Soll ich ein Platin... Ne, ich lasse es draußen. Ich gebe die Quest so ab. In dem Level ist das noch nicht so das Problem mit den XP. Ich habe sonst überlegt, einfach ein Platin-Schwert-Lilie reinzuhauen. Weil die Quest doch schon gut XP geben und das mal 3 lohnt sich natürlich, aber wir wollen erstmal ein bisschen farmen, nicht zu schnell leveln. Ich weiß, der ein oder andere sagt jetzt vielleicht so, level doch mal schnell, farm ist voll langweilig oder ist voll unnütz. Kann sein, dass es unnütz ist, aber ich lege da viel Wert drauf. Insofern werden wir das auch machen und ja, wie gesagt, leveln in dem Levelbereich ist noch relativ einfach, sage ich mal. Insofern ist das jetzt auch nicht so der große Deal. So, wir teleportieren uns direkt, wie heißt er? Ich glaube hier, ja genau das. Teleportieren wir uns hin. Und ihr merkt vielleicht schon, dass das hier mal nicht nachkommentiert ist, sondern live HD und in Farbe und hast nicht gesehen. Und das ist super toll, finde ich. So, jetzt teleportieren wir uns hier nochmal rein. Und dann laufen wir gleich zu dem NPC und geben unsere erste Quest ab. Ja, das klingt doch noch im Plan. So, erstmal hier da draus. Da rein. Und sprinten. So, das dauert jetzt ein bisschen, weil wir einfach mal 13 laufen. Aber nun gut, da muss man halt durch. So, wie gesagt, mit 75 gibt es eine neue Rüstung. Die habe ich schon so ein bisschen vorbereitet. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Verteidigung und auch mehr HP. Die Waffe bleibt aber allerdings erstmal dieselbe. Die werden wir auch erstmal noch behalten, sage ich mal. Es sei denn, ich finde jetzt was richtig günstiges, aber das wird, denke ich mal, eher nicht passieren. Meine nächste Waffe, die ich schon habe, ist auf 115. Aber das dauert vielleicht noch ein bisschen. Auf jeden Fall müssen wir uns erstmal mit der 61er plus 15 hier ein bisschen vergnügen. Ich glaube, die habe ich für 400 Millionen oder so gekauft. Also richtig, richtig günstig. So, das ist jetzt unsere erste Quest. Dann müssen wir uns einen Platin-Skills aber reinhauen. Und ja, mehr wirkt sowieso nicht bei Quest. So. Das Risiko besiegen, Teufelsauge. Nichts leichter als das. Wir müssen nur einmal kurz durchbuffen. So, einmal schneller Schuss. Einmal den Edle. Einmal den Jaguar. Einmal das XP-Pad. Und einmal einen kleinen Heiltrank. So, damit wir unsere HP-Werte ein bisschen wieder auffüllen. Wir töten hier mal so ein paar Monster. Obwohl, wir gehen einfach direkt dahin. Töten hier nochmal ein paar Monster, die uns sonst immer stunnen würden. Das ist ein bisschen nervig. Ist immer besser, die loszuwerden. Obwohl, wir jetzt können, ja, jetzt können wir auch alles töten, was uns hier angreift. So, ach, und wir können mal unsere neuen Skills hier langsam rausholen. Das haben wir neu und das haben wir neu. Und den kenne ich noch gar nicht, aber Windkristall habe ich eh nicht. So, jetzt muss ich das kurz sortieren. So, ich kann ja mal einfach mal so, spaßeshalber. Ach, ich habe noch eine Hastmage eigentlich. Die wäre jetzt natürlich ganz nützlich, weil dieser Skill ewig braucht. Nun gut, wir werden das einfach mal ganz schnell hier hinter uns bringen. Und da werde ich mal einen FP-Samen benutzen. Ich weiß gar nicht, ah, ich hätte auch den nehmen können. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel das bringt, aber ich glaube doch ganz gut eigentlich.
So, ihr seht schon, mit Auto-Hits geht es viel schneller als mit irgendwelchen Skills oder so. Insofern werden wir nicht viel Zeit verschwenden. So, das haben wir. Jetzt habe ich vergessen, auf die FP zu achten. Aber 48, also fast 50 FP. Nice, nice, nice. Ich meine, die hier geben auch eigentlich ganz gut. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, das war so. Wir werden sehen. So, jetzt töten wir hier nochmal. Ja, okay, das ist. Okay, aber jetzt auch nicht gerade krass gut. Wir wollen aber den Lackering da unten. Insofern werden wir den uns gleich nochmal holen. Insofern töten wir das hier auch nochmal ganz kurz. Alles dauert ja jetzt nicht so lange. Und ja, dann können wir die Quest auch schon wieder abgeben und uns den nächsten Quest widmen. So, die kleinen Randmonster hier. Warum halte ich so wenig FP? Ich frage mich das gerade echt. Ich habe einen Skillzauber drin. Ganz normal. Und ich kriege 1900. Ich wage zu behaupten, dass das doch relativ wenig ist. Ich hatte gedacht, das ist mehr. Aber da scheine ich mich wohl geirrt zu haben. Aber das kann ja mal vorkommen, ne? So, vielleicht liegt es auch einfach nur an den Mobs hier. Das kann natürlich auch sein. Wir werden es gleich sehen, wie viel uns die anderen hier bringen. Ich töte die jetzt einfach mal ganz noch schnell. Jetzt haben wir es ja fast geschafft. So, aber es gibt gut XP hier für unser XP-Pad. Das ist natürlich ganz nice. Ja, letztes Auge, letztes Mini-Auge. So, das nehmen wir mit. Der Rest ist, glaube ich, egal. Ja. So, wir bewegen uns weiter, beziehungsweise zurück. Ah ne, ich muss ja Bluttyrann noch töten. Haha. Den Bluttyrann muss ich noch töten. Wir buffen uns einmal voll mit dem Edle. Los, Tanzbär, Tanz. Oder habe ich zu viel HP? Nee, eigentlich nicht. Ah, ist auch. Ah, ich bin blöd. Hat er schon gemacht. So, jetzt werden wir uns nochmal schnell weiter bewegen hier zum Bluttyrann. Ach, ich will diesen Skill mal ausprobieren. So, hier kommen wir gleich die Mobs. Und alle zack, weg. Oh, ich mag den Skill. Den mit Hast ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und dasselbe Spiel da hinten. Natürlich trifft er die da hinten nicht. War ja klar. Aber so rum nochmal. So, alle weg. Und wir bewegen uns weiter in Richtung Bluttyrann. Und ich muss buffen. Und das werde ich tun. Und zwar, ich weiß nicht, ob der 60er schon geht. Wahrscheinlich nicht. Nein, aber der geht. Das ist, was ich meinte. Ich habe fast immer Low Attack Speed. Das ist ganz nice. Außer natürlich bei dem hier, weil da diesen Buff ist es ja nicht, aber diesen Skill da, damit ich weniger Attack Speed habe. Ist natürlich nicht so cool. Hätte ich jetzt Hass, dann wäre das ganz natürlich angenehmer. Aber man kann sich das natürlich nicht immer so aussuchen, ne? So. Ah, ich hätte ihn mal vorher stunnen können. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Aber ich kann generell mal ein bisschen mehr stunnen, weil hier so ein paar Trash-Mobs sind, die wir auch alle töten wollen. Und ja. So, ich dachte eigentlich, ich habe. Okay. Ich dachte eigentlich, ich habe mir selber eine XP-Sperre gegeben, aber den ist anscheinend nicht so. Ne. Okay, auch egal. Ist nicht so wichtig. Wir leveln hier eh nicht so schnell. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht über 75. Obwohl, jetzt können wir, glaube ich, leveln. Das ist, glaube ich, egal. Obwohl, wisst ihr was? Jetzt haben wir auch nochmal die Schwertlinie rein. So. Tut ja jetzt nicht niemanden weh. So, jetzt muss ich das nochmal schnell reinhauen und das wieder rausnehmen und das wieder rausnehmen, weil wir wollen das ja nur bei dem einen hier haben. So. Haben wir das auch? Nichts gedroppt, nichts Gutes. Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? So. Laufen wir weiter hin, können wir die Quest hier abgeben, wie ihr vielleicht wisst. Und ihr seht schon, wir haben schon wieder 9 Minuten geredet. Das kam mir gar nicht so lange vor. Insofern. Ach komm, die letzte Quest machen wir auch noch. So, ich wollte gerade sagen, neigen wir uns zum Ende, aber nein, die letzte Quest machen wir auch noch. Jetzt gibt es erstmal dick XP hier. 1000 FP mit Skillzauber, Platin-Skillzauber. Und wir kriegen 3000 FP. So, jetzt haben wir hier noch Töte Arbus, bringt nochmal 1500 FP. Und dann haben wir noch diese Gewölbe-Quest, womit wir auch nochmal 1000 kriegen. Aber die können wir später noch abgeben, das ist ganz gut. Insofern haben wir da nicht so den Stress. So, warum töte ich das jetzt hier alles? Ich weiß es gerade selber nicht. So, einmal kurz durchbuffen. HP wieder runterhauen. Kette aus. Kette an.
Ele rausholen, Jagerbuff machen wir später. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier töten. Eigentlich, ich muss die gar nicht töten, ne? Aber ich mach's trotzdem. Ich halte mich immer manchmal mit so unnützen Sachen auf, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Laufen wir hier mal weiter, machen uns ein bisschen HP rein. Ich bin schon wieder zu geizig, einen Absorb zu nehmen. Aber das, naja, ist ja nichts Neues, ne? So, laufen wir hier weiter, 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 weiter. Und jetzt sind wir hier bei Arbus. Ich skille mal kurz. Beziehungsweise buffe. So, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Ich mache es einfach mal sicherheitshalber. Und wir fangen an und stunnen erstmal eine Runde. So, jetzt geht das hier gut ab mit Attack Speed von 6. Kann man, denke ich, mal lassen. Und ja, nochmal stunnen hier. Weil es so schön ist, hat nicht geklappt. Nochmal stunnen. Wieder nicht geklappt. Dann halt. Aber wir können das hier machen lassen, damit er keine Skills ausüben kann. So, okay, ich lasse das jetzt mit den Stunnen. Ich töte es einfach. Das geht, glaube ich, schneller. Das geht, glaube ich, wirklich schneller. Habe ich noch irgendwas, was... Ah, das können wir noch einnehmen. Das können wir noch einnehmen. Das können wir noch einnehmen. Den Stack füllen wir wieder auf. Und für alle, die sich fragen, wie das geht, Shift gedrückt halten und Item ziehen. Und man kann die so separiert stapeln, sage ich mal. Und dann kann man die Stapel wieder auffüllen. Das ist ganz nice eigentlich. Und ja. Es dauert jetzt ein bisschen, aber das ist ja kein Problem hier. So viel Schaden tut er auch nicht. Ich glaube, das liegt, glaube ich, ein bisschen an diesem Totem, dass wir die ganze Zeit geheilt werden. Das ist natürlich ganz, ganz nice. Obwohl, nee, ich will erst den Boss töten wegen den Samen. Nicht, dass wir erst was anderes töten und der Same dann nicht zählt. Ich wollte gerade hier meinen AOE-Stun machen, aber das wäre nicht so schlau gewesen. So. So, es ist das Level up auf 73, könnte sein, könnte sein, könnte sein. Ist es. Und wie viel FP haben wir gekriegt? Jopp. Oh, das lohnt sich ja richtig. Ich glaube, das mache ich jetzt ein paar Mal öfter. Und ja, wir machen hier nochmal alle weg. Obwohl, die kann ich jetzt auch einfach so töten. So und so. Hat irgendwas Nices gedroppt? Der droppt manchmal ganz gute Sachen, aber ich glaube nicht. Verbessertes Artefakt halt, kann ich natürlich nicht öffnen. Doch, kann ich. Okay, bringt es jetzt auch nicht so viel. So, jedenfalls sind wir fertig mit der Quest und wir geben auch diese ab und sehen, wie wir wieder 13.000 FP haben. Nice Sache. Ich denke mal, das war's jetzt für diesen Part erstmal. Wir haben jetzt die FP-Quest hier gemacht, zumindest zwei von den drei. Auf Level 100 gibt es nochmal eine dicke FP-Quest und wie gesagt, die eine haben wir auch noch offen, die wir noch nicht gemacht haben. Und damit verabschiede ich mich erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Und ja, damit sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut und bis dahin.